Ja, liebe Kerstin, lieber Markus, vielen Dank, dass ich euch interviewen kann. Hallo. 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 Hallo an alle. Hallo an Hallo, alle. Devasetu. Hallo, lieber Devaseto. Ja, wir haben ein Thema für unser Interview, Ausrichtung auf das Höchste. Ja, was bedeutet das für euch? Ist das eine Art Technik oder eine Lebenseinstellung und wie macht man das? Ist für mich eine der schwierigsten Fragen, die du eigentlich gerade stellen kannst. Beides, also von deinen Vorschlägen. Es ist auf jeden Fall eine Einstellung, die sich entwickeln kann oder die man entdecken kann. Der Einfachkeit halber würde ich sagen, im Herzen. Und manchmal erscheint es auch so, dass es eine Praxis ist, in Anführungszeichen. Ja, würde ich schon sagen. Wobei mir ist da gerade gleich auch noch wichtig ist zu sagen, völlig unabhängig von der Fragestellung, ob ein Handelnder empfunden wird oder ob nicht ein Handelnder empfunden wird. Also auch ohne Handelnder kann Ausrichtung passieren. Du, ja. Du hast gesagt, Markus, der Einfach halber sagst du im Herzen. Also das heißt, es ist noch genauer, noch ein bisschen anders, oder? Ich würde sagen, es stellt sich immer mal wieder verschieden dar. Und wenn ich von meinen Erfahrungen ausgehe und von dem, was andere Leute berichten, kann das manchmal was sehr Konkretes sein. Das heißt, dass die Aufmerksamkeit wirklich in den physischen Herzraum gegeben wird und dort in so einer Art Herzerinnerung an das Größte, was erlebt worden ist, an das feinste Bewusstsein, an das tiefste Sein. Aber je mehr sich das verselbstständigt, desto weniger hat es irgendwas mit einer Ausrichtung auf irgendeine Region im Körper zu tun, sondern es fängt an Spiel im Bewusstsein zu werden, das jenseits von unserer dreidimensionalen Welt ist und schon überhaupt gar nichts mehr mit dem Körper zu tun hat. Dann fallen mir so Worte ein wie sich auf die Feinheit des Bewusstseins einzulassen. Und je mehr sich das verselbstständigt und je mehr es sich verfeinert, desto weniger wird es auch mit so Worten kommentiert wie Ausrichtung, sondern dann fängt es an, eine ganz feine Art von Zulassen und Loslassen zu werden. So könnte ich es ungefähr sagen. Und deswegen also in erster Näherung, in Anführungszeichen, eben das Herz. Und das Schöne ist ja, wenn du vom Herz sprichst, kann man das direkt mit dem Verstand aufnehmen. Man kann aber auch einfach die Musik des Worts hören und hinter dem Wort Herz ist so eine wunderbare Musik, die gar nichts mehr mit irgendwelchen physischen Herzen oder physischen Herzregionen zu tun hat. Deswegen habe ich das jetzt mal so gewählt. Genau, bis wir zu der Frage kommen. Wer kann sich überhaupt ausrichten? Ja, dass wir auf eine Ebene kommen, wo wir sagen können, es ist Ausrichtung selbst, es ist das höchste Selbst, es ist das tiefste Selbst, es ist die Liebe selbst, es ist Bewusstsein. Ja. Es ist das, was ist. Nichts. Aber nicht tot, wie es sich immer vorgestellt wird, als tot, wenn man nichts sagt. Und in diesem Nichts gibt es eben auch zugleich, gleichzeitig, das alles, und das ist jetzt auch die neue Zeit, das alles dazu zu nehmen, den Körper, die Erde, alles Mögliche, also Feld, andere Menschen. Und da in diesem alles kann natürlich wieder in der Ausrichtung einiges hilfreich sein, dienlich sein, ganz konkrete Sachen. Das Nichts und alles zugleich. Der Mind kann in Gleichzeitigkeit denken. Nicht nur linear, entweder oder, sondern nichts und alles zugleich. Ja. Kann man vielleicht einfach mal so resonieren lassen, ohne viel zu verstehen. Weil in uns ist dieses ganze innere Wissen. Es ist alles da in uns. Wir haben jetzt gesagt, auf Ausrichtung auf das Höchste. Also ist das quasi das Gleiche, das Höchste, steht das für Quelle oder
Gott oder Leben oder Bewusstsein? Ja, welche Begriffe benutzt ihr und was versteht ihr darunter? Es ist auch ganz verschieden, wie es kommt, im Flow, im Fluss, mit wem wir gerade in Kontakt sind, was gerade Sinn macht. Manchmal nennen wir es Quelle, absolutes Bewusstsein, Urliebe, letztendlich das Gleiche. Ich finde es auch besonders spannend, mal von der Urliebe zu sprechen manchmal, weil oft dann das so gesprochen wird, als ob die Liebe zum Beispiel die absolute nicht das Gleiche wäre wie die Quelle oder das Höchste oder das Tiefste. Ich spreche ganz gerne lieber vom Tiefsten manchmal, weil ich momentan sehr angehalten bin, in die Welt zu duften, dass wir die Erde nicht vergessen und von unten das vergessen. Ja, wir sind oft sehr gewöhnt, immer zu oben und Himmel und Vater, aber da unten Mutter Erde ist auch was sehr, sehr Wertvolles jetzt, was in die Welt ganz stark kommt. Und da kann man verschiedene Begriffe verwenden und die Liebe, die letztendliche Liebe ist auch wieder das Gleiche. Aber es kommt ja auch darauf an, wie es jemand verwendet. Jeder verwendet es ja auch wieder etwas anders. Ich glaube, es ist auch wichtig, ob in deiner Frage so ein bisschen mitschwingt aus unserer Geschichte, in Anführungszeichen unsere Geschichte, oder eben, wenn wir mit Menschen zusammen sind und über das Thema reden. Also ich merke beispielsweise, dass bei mir andere Worte dann verwendet werden, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der eben spricht von, ich habe das höchste Bewusstsein oder sowas entdeckt oder möchte es entdecken, dann schwinge ich mich ganz natürlich auf das Vokabular ein und entdecke mich dann dabei, dass ich die Worte verwende. Aber wenn ich in meinem Gedächtnis grübele aus meiner eigenen Geschichte heraus, dann sind so Worte wie Bewusstsein beispielsweise gar nicht verwendet worden, sondern in meiner Geschichte hat es eben sehr viel was mit Hingabe zu tun gehabt und mit einer Empfindung von tiefster Liebe. Und dann sind dann halt so Worte, das eine oder du Großes oder sowas gefallen. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, deswegen würde ich das auch nie so sagen, wenn ich merke, dass beim Gegenüber da gar keine Resonanz ist. Und ja, also so wie du es gerade gesagt hast, ist extrem abhängig, mit wem man da gerade zusammen ist. Und in letzter Zeit kommt oft auch einfach das Wort Natur, ja, kommt auch sehr oft bei mir jetzt vor. Also Worte zu verwenden, die ich auch, ich mache ja auch noch Tanzen, die ich da zum Beispiel auch verwenden kann. Natur, Quelle, das zum Beispiel verstehen Menschen da auch. Ja. Würdet ihr sagen, eben Ausrichtung auf das Höchste, das ist eben spirituell zu leben oder heißt es? Kann spirituell zu leben auch was ganz anderes sein? Das ist eine super Frage. Ja, Das ist eine echt gute also Frage. ich habe das Wort Spiritualität oder spirituell ganz selten immer verwendet. Für mich war es immer was nach Hause kommen zu dem, was schon da ist, zu der Urnatur, die schon da ist. Hier ins Herz zurückzukommen, nichts außen mehr, sondern zurück. Das zu finden, was schon da ist, das wieder freizulegen. Und von daher habe ich es gar nie spirituell genannt, so als wäre das was anderes. Und für mich ist auch die Zeit, wo wir jetzt sind, in dieser Wandelzeit, etwas, wo es gerade ganz, ganz stark das Göttliche ins Menschliche kommt und ganz stark in die Gesellschaft jetzt mehr reinkommen kann, mitten rein. Ja. Nicht mehr so spiritueller ist dann oft so, als wäre das was anderes oder was, ja, so. Ja. Anderes Leben, andere Leute. Genau. Aber ich habe deine Frage so aufgenommen, dass es ja Menschen gibt, die sind an einer Verbesserung ihrer persönlichen Situation interessiert. Und manche davon sagen, sie sind spirituell, dass sie sich dann beispielsweise für Rituale interessieren, die sie stärken, die sie in schönere Zustände bringen und so weiter und so fort. Und dieser Gedanke, dass es eine höhere Macht gibt oder die höchste Macht, das größte Sein, die größte Liebe, spielt dann, so habe ich es wahrgenommen, bei so Leuten oft gar so keine große Rolle. Und wenn,
dann dient die nur dazu, damit es einem in Anführungszeichen besser geht. Und egal, ob man diese Haltung spirituell oder nicht spirituell nennen mag, ist sie für mich was anderes, als wenn dieses Element eintritt, bereit zu sein, sich herzugeben, sich hinzugeben für das Größte, für das Allerhöchste und es auch in Kauf zu nehmen, dass zumindest zwischenzeitlich mal Phasen entstehen, in denen es nicht für einen selbst ist. Und damit sind wir ja dann eigentlich bei den alten großen Meistern und Schriften, nämlich einfach die Bereitschaft, das Ego fallen zu lassen. Also in dem Sinn, ich möchte jetzt nicht einen Stempel aufdrücken, das eine ist spirituell und das andere ist nicht spirituell, aber wenn man sagt, es sind Bemühungen, um was zu erreichen, dann sind die Ausrichtungen völlig verschieden. Beim einen geht es darum, die Person zu verbessern und gar nicht die Person zu hinterfragen, ob die als solche existiert. Und beim zweiten geht es ganz klar darum, gibt es die Person als solches und kann das Ego überwunden werden. Das sind völlig verschiedene Ansätze, definitiv. Und auch Lebensweisen und Haltungen. Ist es nicht so, dass man das quasi die Ausrichtung eine Sache ist, aber was dann passiert, ist eine andere Sache? Also Genau. kann man nicht eben die Ausrichtung eben, dass man glücklich leben will, was ich eigentlich als was Natürliches ansehe, vielleicht auch wenn da reinspielt, eben sich zu verbessern, also mehr sich selber zu sein, das ausnutzen quasi, um sich aufs Höchste auszurichten. Also dieser menschliche Grundzug, glücklich sein zu wollen und optimal, was immer das dann bedeutet, leben zu wollen, das eben ausnutzen, diese Energie, die das hat, um sich auf das Höchste auszurichten. Also ich glaube, ein weiser Lehrer, der nutzt das vielleicht dann so in der Weise. Auf jeden Fall. Und deswegen, ich hab's jetzt vielleicht so ein bisschen polarisiert dargestellt, aber wenn man sich mal so die Geschichten von Leuten, die man kennt, anschaut oder so, dann ist es ja häufig so, dass es anfängt, um eine gewisse Selbstbesinnung entsteht, dass man sich überhaupt die Möglichkeit einräumt, ich bin nicht nur ein Rädchen hier in dieser Gesellschaft und in meiner Umwelt, sondern ich kann was für mich tun. Also da kann man so ein bisschen spaßig sagen, Leute fangen sich an für gesunde Ernährung zu interessieren. Dann, dass es wird auch das Ich wird hinterfragt, also kommt man auf die Entdeckung, ich lebe in Mustern, kann ich aus Mustern aussteigen. Im Äußeren wird entdeckt, es gibt sehr viel mehr als die Welt, die mir meine Eltern gezeigt haben. Und auf die Weise entsteht eine Stabilisierung, auf die Weise entsteht eine Ausrichtung auf Neues. Und dann kommt vielleicht irgendwann der Moment der Verzahnung, dass man dann auf Leute trifft, auf Schriften und so weiter und so fort, die sagen, du, da gibt's noch was, nämlich eine Ausrichtung auf das Große, auf was ganz Großes. Und auf die Weise verzahnen sich die Bemühungen. Also das heißt, dieser Grundtrieb, den du genannt hast, glücklich sein, kann dann so natürlich übergehen in Hingabe oder die Entdeckung, wer bin ich oder sowas. Auf jeden Fall würde ich so ähnlich sehen. Also es geht nicht um Masochismus. Ich Es finde geht es auch. nicht darum, sich aufgeben zu wollen, also dass die natürlichen Bestrebungen diesem Wesen hier soll es gut gehen, dass die irgendwie fallen gelassen werden. Das meine ich nicht. Und alle menschlichen Wünsche und so, weil man sagt ja manchmal so Wünsche und Begehrungen, was weiß ich, das soll weg, ich sag's mal so. Bei manchen Menschen ist das dann so angekommen über viele Jahre des Sprechens, wie man früher auch gesprochen hat. Aber ich finde es schön, wie du sagst, Devasetu, das kann man alles absolut nützen. Alle Bestrebungen, alles Energien. Das ist eben für mich die frische Zeit, ja, auch die neue Schule, wenn man so will, oder die Weisheit, auf jeden Fall auch des Lehrers, das zu nützen. Das kann man alles nützen inzwischen, ja. Wirklich diese ganzen Impulse, Sehnsüchte, da, das ist ganz wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Das bringt die Menschen auch weit, ja, diese energetischen und auch Energie und auch Herzenswünsche dann, ja, oder aus dem Bauch, aus dem Becken, aus dem Körper und aus der Seele, um die auch noch dazu zu nehmen, weil momentan das auch sehr stark bei einigen Menschen wirklich wirkt. Und früher hat man oft gesagt, ach, ja, aus dem Letztendlichen, da gibt es das nicht. Und das ist auch, wenn man so will, so. Es wird hier auch so erlebt.
Aber zugleich, deswegen komme ich wieder auf nichts und alles zugleich, sitzen wir nun mal hier, das Fleisch und Blut. Ja, und das kann man nutzen, ganz konkret. Energetisch, alles Mögliche, ganz konkret. Wenn Menschen zu euch kommen, zum Beispiel in Einzelsession oder wie auch immer, wie sieht das dann praktisch aus, den Menschen zu unterstützen, also zum Höchsten zu finden? Gebt ihr da, helft ihr den Menschen hauptsächlich irgendwie klarer zu werden oder gebt ihr Methoden weiter, wie die Frage, wer bin ich oder ja, was? Wie sieht es konkret aus? Oder ist das ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wer zu euch kommt? Also es ist also komplett unterschiedlich, auch hier unterschiedlich und immer unterschiedlich, weil es wirklich immer aus dem, was in dem Moment hilfreich sein kann. Also und was derjenige auch bringt, ist auch sehr verschieden. Manchmal das Anliegen, wenn er sich meldet und dann plötzlich in dem Moment oder mehrere, ist ganz, ganz, ganz verschieden. Weil jemand kann ein ganz, ganz starkes Bedürfnis, Sehnsucht nach eben nach Hause kommen sein, wirklich die Freiheit zu schmecken. Bei jemand anders kann es auch was sein, sehr stark im Moment ja auch, wie geht es ins Leben über, ob es Familie ist, Beruf, sich selbstständig zu machen, was auch immer, wie kann ich das verbinden? Und aber so, dass das wirklich aus dem Größeren dient und auch hier alles rund ist mit mir zusammen und so. Das ist sehr, sehr verschieden und das ist eine Freude, das ist wirklich eine Freude, wenn das so aus einem direkten Kontakt kommen kann, was dann Sinn macht, ob es dann Hingabe Sinn macht, ob was Selbsterforschendes mit Bewusstsein Sinn macht, ob energetisches Arbeiten Sinn macht. Also den Körper mit dazu zu nehmen, was sehr, sehr hilfreich sein kann immer, ist ganz verschieden. Und bei dir ja dann nochmal auch sehr stark in Energetik, ne? Saturn. Mhm. Also bei mir, so ist so eine große Diskrepanz. Nee, nein, ist nicht, aber ist im Moment so. Ist ganz spannend, dass wenn der Wunsch im Herzen getragen wird, sich mehr auf das eine auszurichten oder Einblicke zu haben, dann geht es Hand in Hand damit, dem Energiesystem dabei zu helfen, wieder in eine natürliche Funktionsweise zurückzukommen. Und das ist eigentlich der Gros meiner Arbeit. Das heißt, Leute kommen vielleicht mit einem vordergründigen Thema, beispielsweise sie hängen in irgendwas fest, sie haben irgendein Lebensthema, glauben, sie kommen nicht weiter. Und ich frage ja dann nicht nur das Alltagsbewusstsein, sondern ich frage auch immer das Energiesystem, worum geht's ja eigentlich? Und ich stelle mich auch immer nur im Dienst des Energiesystems. Und wenn da noch der Wunsch dabei ist, zeig mir meinen ganz persönlichen, ganz individuellen Weg zur Ausrichtung, dann passiert es ganz natürlich dadurch, dass das Körperenergiesystem wieder in so eine natürliche Funktionsweise zurückkommt, dann kommt meistens so ein Riesenerstaunen bei den Leuten, weil sie plötzlich wieder diese ganz tolle, berührende Empfindung haben, die sie vielleicht vor vielen, vielen Jahren mal gehabt haben, bis hin zu leichten kleinen Einsichten in ihre Natur. Und dann bedarf es nur noch zu sagen, nimm dir das zu Herzen, bewahr dir genau das, was gerade erlebt worden ist und wie deine Beziehung dazu ist, wie wertvoll ist es für dich. Gesteh dir ein, sei ehrlich zu dir, dass das das Wertvollste ist, was du gerade erlebst. Und auf die Weise, so habe ich es zumindest bisher immer erlebt, entsteht ein ganz individueller Zugang. Und wenn man den Menschen dann ein paar Tage, Wochen oder so später wieder trifft, dann erzählen die, ich weiß jetzt ganz genau, wie ich mich ausrichte aufs Höchste und erzählen dann, machen vielleicht auch irgendwelche Bewegungen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Und ich weiß, das ist jetzt der individuelle Zugang. Aber der wichtige Moment war, Körperenergiesystem ist flexibel, ist bereit zu empfangen, ist bereit zu geben. Dann entsteht so eine Art Bewusstseinssprung und von mir kommt nur noch die Bitte, merkst dir, nimmst dir zu Herzen, was gerade empfunden wird, plus wie kostbar ist es, wie wichtig ist es für dich. Und das reicht meistens. Das ist alles in uns schon da. Es ist alles da. Es ist alles da. Und das kann sich freilegen.
Das ist ein Welcome to Satsang. Ob es Zweifel sind, was auch immer, ob es was Energetisches ist, was auch immer. Und so ist die Arbeit ist sehr, kann man sagen, in Kurzfassung gesprochen, auf Herzhöhe, also von Herz zu Herz. Dann nimmt man sehr stark wahr, was dem anderen sein Herz, es geht ganz natürlich, ohne dass hier einer wahrnehmen müsste, was ist das Herzensanliegen, ja? Genau. Was ist das Herzensanliegen wirklich? Ja? Und dann, oh, dann geschieht natürlich viel. Und so arbeiten wir auch wirklich auf praktischer Ebene, also das, auch wenn es um andere Themen geht, ist ein Einschwingen auf das Herz des anderen und den sanften Informationsstrom, der vom Herz kommt. Also wenn ich jetzt beispielsweise kann Kerstins Herzstrom jetzt einfach so empfangen und man selber ist dann nur noch Diener dieses Herzwunsches, so könnte man das sagen. Und wenn da überhaupt gar keine Ausrichtung auf das Höchste als Wunsch vernommen wird, dann ist es auch einfach nicht Thema von der Session. Punkt. Denn oft ist ja das Alltagsbewusstsein, denkt sich irgendwelche anderen Sachen aus, was es gern hätte, als was vom Herz kommt. Aber noch ein Satz von mir, ist also aus meiner Erfahrung ist diese Ausrichtung aufs Höchste eine extrem individuelle Sache, die bei einigen Menschen mit dem Kopf was zu tun haben. Die brauchen dann beispielsweise ein Wort, um sich festzuhalten, einen geliebten Meister oder geliebte Meisterin und kommen sofort wieder, ah, das ist es und damit gehe ich durch. Durch den Tag zum Beispiel. Bei anderen hat es was mit Energie und Körperbewegung zu tun. Und dann gibt es noch diese feineren Sachen, dieses einfach, in Anführungszeichen einfach, das individuelle Bewusstsein aufs absolute sich senken lassen, sodass so eine Deckungsgleichheit geschieht. Und das sind alles nur Beispiele. Wenn man mit den Leuten später redet, kommen ganz verschiedene Beschreibungen. Ich weiß jetzt, wie es geht, wie ich mich auf das Höchste, zumindest so, wie es mir zugänglich ist, ausrichte. Aber die Beschreibungen, die variieren. Die variieren sehr, wie das zu geschehen hat. Und es ist auch einfach Resonanz in dem direkten Begegnung findet viel Resonanz statt miteinander. Wie jetzt auch. Man kann das einfach wie feine Musik, es findet schon längst statt. Das ist was ich sehr liebe, noch auch wie es Ramana gesprochen hat und so. Dieses, ich sehe dich, ich würde jetzt als Kerstin sagen, ich sehe deine Gaben, ich sehe dein Wesen, ich sehe deine Freiheit. Und darin, das wird mir so oft in den letzten Wochen vor allem und Monaten auch gesagt, dass allein dadurch, dass ich jemanden gesehen habe und sie sich, ich sag auch mal wirklich geliebt oder gesehen gefühlt haben, kam das plötzlich bei ihnen auch zum Tragen mehr und mehr und mehr und mehr. Das ist also auch was sehr, sehr Schönes einfach in der direkten Begegnung. Es wirkt so viel auf so vielen Ebenen jenseits des Wahrnehmbaren. Sicher habt ihr auch schon mit dem Phänomen zu tun gehabt, dass ein Mensch sich eben ausrichtet aufs Höchste, dass da was passiert, also vielleicht sogar ohne zu wissen, wie man das genau macht, dass dann eine Erfahrung dann dadurch entsteht, und dass dann aber so ein Festhalten daran, also dass die Erfahrung dann mal wieder nicht da ist und dann will man das und das steht dann im Grunde dann im Wege wieder. Also absolut. Ja. Genau, das kommt ganz oft vor, ist auch eins der ersten Fallen, kann man sagen, die wir meistens schon ansprechen, schon dann, wenn sowas war, dass man dann, wenn bestimmter Zustand, sag ich mal, auch damit verbunden wird und dann sucht man den Zustand wieder und versucht es wieder zu erzeugen, ist man eben schon wieder weg von dem, wie es hier gerade ist. Und das zuzulassen, wie es hier gerade ist, ist dann wertvoller, in einen Zustand wieder von A nach B ist man ja schon wieder weg. Ja. Also es kommt oft vor, das ist ein viele Menschen, auch die zu uns kommen auch manchmal mit gerade diesem Anliegen, wie kann ich einen Zustand wieder, den ich vor 10 Jahren mal hatte, erzeugen? Und so funktioniert es natürlich nicht. Genau, und dann kann sein, dass der Moment gekommen ist, dass das Bewusstsein stark genug ist zu spüren, was ist das Berührende? Was ist das, was mir diesen Geschmack von Wahrhaftigkeit, von Wirklichkeit gibt. Und dann entsteht oft eine Trennung, nämlich dass das stille Wissen, es gibt das eine, oder wenn bereits Erwachensmomente da waren, es gibt
nur das eine, dass dieses stille Wissen, ich nenne es gerne das stille Herzwissen, dass das wichtiger ist als die schönen Zustände, die parallel dazu erlebt worden sind. Aber spannenderweise scheint es so zu sein, das war in meiner eigenen Geschichte genauso, dass es zu Anfang noch nicht so ganz getrennt werden kann. Da ist dieses Gemisch auf der einen Seite plötzlich, was weiß ich, Glückseligkeit oder totale Erleichterung, ein Lachen, ja, das ist es. Und unten drunter sozusagen ist dieses stille Herzwissen. So ist es. Und wenn man dann jemand fragt, ja, hast du nicht gemerkt, dass da zwei Sachen stattgefunden haben? Auf der einen Seite eine ganze Kombination von Erfahrung und auf der anderen Seite aber dieses zeitlose Wissen jenseits von den Zuständen, dann kommt häufig zu Anfang die ganz ehrliche Antwort, nö, merke ich nicht oder so. Und zu mir sind schon häufig Leute gekommen, die haben genau auf so eine Erfahrung verwiesen, die möchte ich wieder haben und der Wunsch war so stark, dass dann tatsächlich in der Session eine ähnliche Erfahrung wiedergekommen ist und dann aber mir das, der Herzstrom von dem Menschen gesagt hat, weise ihn bitte aber auf die Essenz hin, nämlich dieses stille Wissen jenseits von Zeit und Raum. Das ist es. Das ist das Kostbare, jenseits aller Erfahrungen. Aber das ist nicht immer so. Manchmal ist es so überwältigend, allein wieder das Glück, so eine ähnliche Erfahrung zu erleben. Vorher war vielleicht eine Phase von Depression, Stress oder sowas. Und dann ist es auch nicht angesagt, was weiß ich, mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, sondern da, aber jenseits der Erfahrung gibt es noch irgendwas anderes. Das ist je nach Moment. Also aus eigener Geschichte kann ich sagen, bei mir hat diese Trennung Jahre gedauert, bis endlich der Groschen gefallen ist. Erfahrungen, so what? Aber das ist es, das ist es. Das ist es, Punkt. Manche beschreiben es auch nach ein paar Monaten, wo wir sie begleiten, so als getragen sein zum Beispiel. Manche Genau, das bleibt dann so als dauerhaftes Teil zurück. vergessen auch fast, könnte man sagen, fast. Die Sehnsucht ist natürlich trotzdem da, erwachen oder so zu wollen. Manche beschreiben es eher so dann, wow, da ist jetzt ein Getragensein. Das ist einfach immer da, auch wenn es mal überlagert ist, aber es ist da und es ist mir ganz wertvoll für mein Leben zum Beispiel. Gerade Frauen sprechen das manchmal auch ganz gerne, ja. Männer auch, aber von Frauen höre ich das sehr oft so. Da ist irgendwas jetzt so, deswegen komme ich wieder mal so von unten jetzt. Das ist so die neue Schule, sag ich mal, ja. Da ist was, ja. Da ist was, was immer da ist, ja. Und das wird ja dann auch spannenderweise auch wieder als Erfahrung berichtet, dass also die Glückseligkeit oder was auch immer da war, nicht unbedingt da ist, dass vielleicht auch wieder Zeiten nach ein paar Wochen entstehen, Alltag, Stress und so weiter, aber unten drunter so ein stiller Fluss von Getragensein, das haben uns jetzt schon viele berichtet und das ist für mich total beruhigend, weil man möchte ja gerne, dass, jedenfalls ich möchte nicht, dass eine Session einfach nur eine tolle Session war, das ist schon super, sondern dass es auch nachhaltig wirklich was verändert, dass eine echte Transformation passiert. Und wenn dann die Leute nach ein paar Wochen erzählen, du, wenn ich ganz ehrlich bin, gefühlstechnisch ist es nicht mehr so, aber unten drunter ist dieser stille Strom von Getragensein oder Und so so. war es ja auch bei uns, Und so war es bei dass uns. das dann nachher auch gestandet werden kann, dass das eine Genau. Kapazität auch hat, wirklich Genau. dieses absolute Genau. Bewusstsein dann auch bleiben kann, dass möglichst auch nicht dann zu viele Shifts hin und her, das erleben Menschen als oft sehr schrecklich, also wenn Menschen Es zu uns stresst das kommen, System wie die dass Sau. sie das Gefühl haben, ich bin da wieder drin, dann Ja. bin ich wieder draußen und so, das ist für manche ganz, ganz schwierig, ja. Das ist eben ganz ein so vielschichtiger Prozess und die meisten Sachen laufen ja völlig im Unbewussten ab oder so. Aber wenn was dauerhaft glücklicherweise dann schon bleiben kann, ist, das Vertrauen wächst, hier passiert was Kostbares mit mir, in Ich komme auf Anführungszeichen. meine eigenen Ich komme auf meine Beine, eigenen Beine, zwar in mein scheint sich mein Leben. Weltbild scheint zwar erschüttert zu werden. Früher war da immer nur hier irgendwie ich und da und draußen irgendwas getrennt ist. Das scheint sich jetzt zu verändern. Aber unten drunter ist ein Getragensein und ein Vertrauen. Das. Ja, und viele, die halt auch zu uns kommen, die sind auch, ja, haben auch oft das Anliegen, das wirklich ins Leben zu leben auch. Und Genau. Denen geht es nicht nur um Erkenntnis, sondern auch wirklich im Alltag und mit den Menschen.
Wie weit baut sich da auch ein Kontakt auf zu dem Lehrer oder zu dem Begleiter, wie immer man es nennt, durch den das anscheinend, also ist ja nicht wirklich durchstehen, aber durch den das anscheinend passiert. Also ja, würdet ihr schon von Schülerschaft oder sowas reden oder wie seht ihr das? Ja, also es hat sich sehr viel, viel aufgebaut. Ja. Wir sprechen da von, es gibt ein Team, wir nennen es Science Team, es gibt ein Nahfeld, es gibt ganz viele Menschen, die eben auch weiter weg wohnen, die kommen, wann sie können und so weiter, aber auch so verbunden sind. Auch darin ist ganz verschieden. Manche sind in ganz naher Begleitung. Manche nennen es Lehrer, Meister, manche die Begriffe sind nicht so wichtig für die meisten auch und für uns auch nicht. Also es ist eine Begleitung, manchmal sehr intensiv, sehr nah, aber immer so in dem Freilassen, in dem Raum geben. Das ist ganz, ganz wesentlich, in dem auf die eigenen Beine kommen. Alles zielt, oder es hat kein Ja. Ziel, aber alles geschieht direkt, um dass jemand in sich selber seinen eigenen Satguru, wie man sagt, sein eigenes Herz Ja. entdecken kann. Darum geht alles sozusagen. Und Ja. darin darf man uns auch nennen, was Sinn Schön macht. Das ist auch gesagt. sehr verschieden. Es gibt Schön Menschen, die für gesagt. die Hingabe was sehr Wesentliches, An den Menschen, für an die ist den es Lehrer, ja, hilfreich. Für genau. andere ist Autoritätsdinge in ihrem Leben vielleicht schwierig oder mit den Eltern oder in der Ja. Schule gewesen. Und dann also manche nennen es dann vielleicht auch mal Sangha oder so. Wir sprechen dann eher von Feld und so mit moderneren Begriffen. Also wir haben ja keinen Ashram, aber es gibt jetzt wirklich Menschen, die herziehen, ja. Und da war nie irgendwie, du musst jetzt hier herziehen und sonst wie, ist alles frei, frei, ist ganz wichtig. Keine Richtung Sekte, sonst wie was, sondern alles freilassen. Jeder lebt sein Leben und gleichzeitig können die Angebote eben genutzt werden. Und dann rufen halt mal bei manchen das Herz, oh, ich möchte einfach vor Ort sein, mehr auch mit den anderen. Das ist auch was ganz Wesentliches dann, was innerhalb eines freien Feldes, einer freien Vernetzung ablaufen kann. Das ist wunderbar, Genau. es ist unglaublich Total stark. schön beschrieben. Total schön beschrieben. Und da gibt es dann auch schon wieder jetzt Entwicklungen, gab es eine Hearsign-Gruppe, gab es jetzt. Machen Sie eine Austauschgruppe, wo ich zum Beispiel auch dabei bin, Markus, auch dann, wenn wir gebraucht werden, aber wenn nicht, dann darf auch da, also innerhalb dieses Feldes sozusagen, jeder lebt sein Leben, Entsteht nochmal eine entstehen zusätzliche Vernetzung, wieder, so. schon längst wieder Genau. Angebote. Es ging sehr schnell, also es ist Genau. enorm, also wir Es kommen kaum nach. ist total spannend und also ich finde es auch, du hast es super, super beschrieben. Fingerkreis Und und es erinnert mich gerade an das Interview, das du mal mit uns gemacht hast, Devaseto, in Brixen. Da hattest du uns auch so eine Frage gestellt: Braucht es einen Lehrer, so ähnlich? Und da merke ich, dass auch einfach durch die Erfahrung bei mir eine Veränderung stattfindet, dass die Lehrerfunktion als solche Schritt für Schritt immer mehr angenommen wird. Aber das, was ich eben nicht mag, nämlich dass so eine ganz seltsame Bindung entsteht im Sinne von Abhängigkeit oder noch schlimmer, stellt sich ganz natürlicherweise nicht ein. Und das ist wunderbar zu beobachten. Also es ist, also mein so, in Anführungszeichen, mein Alltagsbewusstsein kommt da eigentlich noch gar nicht mit. eine Was da gerade alles wirklich passiert. große Freude und ganz Ja. wunderbare Menschen, also Ja, das unfassbar. Wir ist. wissen auch nicht, wo die alle Ja. herkommen. Es ist wirklich Genau. echt eine Freude und ganz frei ist uns ganz wichtig. Und Genau. da wird gesungen, getanzt, was es alles gibt inzwischen. Und ja, und da gibt es halt schon manchmal die Bitte oder meistens kannst du am Anfang mit uns im Sein baden, dass eine Ausrichtung da ist an die Quelle, Genau. Freiheit und so. Und dann tanzen wir und so weiter. Genau. Ja, ich habe auf euren Webseiten gesehen, dass ihr ja auch viel bei euch räumlich in der Nähe anbietet, also auch Retreats, nicht im anderen Ende von Deutschland, sondern in Bad Herrenalt bei euch in der Ja. Nähe und so, ja. Das ist so gekommen, ja. Das ist ganz spannende Entwicklung. Wir waren ja auch einiges unterwegs, sind es ja auch noch, auch auf Kongressen oder so weiter. Aber weil hier dann so viel los war und die Menschen auch wirklich hierher kommen wollen und können, ja, machen wir dann jetzt auch dieses Jahr zwei Retreats hier.
Und genau, und gibt es die Treffen eben hier und ja, und Menschen, die einfach dann manchmal eine Woche herkommen oder ein paar Tage hier in Hotels, in Pensionen, hier gibt es auch alles in alle Preisklassen und untereinander gibt es auch Möglichkeiten. Genau, und miteinander fahren und alles Mögliche. Also wir haben viel eingerichtet, installiert, Menschen, die dann den Menschen helfen, wie man hierher kommen kann. Bei der Genau. Wohnungssuche sogar helfen. Es gibt einen Fonds, Genau, wir haben genau. sogar einen Spendenfonds eingerichtet, damit Leute ihre Reise- und Unterkünfte ein bisschen günstiger gestalten können. Und das funktioniert auch toll. Zahlen mehr Leute ein, als dass das Geld entnommen wird. Also es ist schon spannend. Ja. Und der nächste Schritt dann wird irgendwann sein, auch in soziale Projekte zu gehen. Da haben wir auch schon Ideen in Richtung Science-Kindergarten, was für Tiere, was für die Umwelt zu machen. Das wird dann noch kommen auch. Also wirklich ins Leben kommen. Und jeder lebt sein Leben. Ja. Und gleichzeitig kann man sich eben treffen, verbinden, wie auch immer. Manche wohnen ja auch weiter weg, es ist ja auch bis nach Australien und so weiter. Aber da kann man ja auch skypen und so. Und wenn jemand dann herkommen kann, dann ist immer nur schön, ja, sich auch direkt auch zu begegnen. Ja. Von den spirituellen Begriffen, die ihr gebraucht habt, ist mir zum einen Seele in Erinnerung geblieben, weil da bin ich immer neugierig, was darunter Oh. verstanden wird. Und zum anderen Hingabe. Also da ist ja dann immer die Frage, wer kann Hingabe machen? Oder ich kann zwar das sagen, Hingabe ist was Gutes und ich wünsche, das passiert bei mir, aber ich kann es im Grunde nicht machen. Also ja, könnt ihr was zu den beiden Begriffen noch mal sagen? Du fängst mit der Seele Vielleicht können wir ja einfach gerade ganz direkt, oder? Genau, Zusammen, genau. spielerisch, genau. Also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt direkt es umsetzen will, zum Beispiel seine linke Hand, wer mag, einfach mal hier so hinlegen, nur wer möchte. Hier ist zum Beispiel schon so ein Bereich, wo wir ganz arg gut in Kontakt mit der Seele, in Anführungsstrichen. Also dem könnte man sagen, was, wenn der physische Körper kommt und geht, dass es so etwas gibt, wie eine Seele, sagen wir mal. In der letztendlichen Sprache ist wieder wichtig zu sagen, ist einfach nichts. Aber jetzt hier in auf dieser Ebene gesprochen, die eben hier auch gibt, der Energetik, ist hier zum Beispiel eine Stelle, wo man wirklich sagen kann, hier kommt die Seele nach Hause und von hier aus möchte ich sie auch wieder leben. Das spüren auch einige Menschen gerade im Moment sehr, sehr stark. Und denen tut es sowas von gut, sagen sie immer einfach mal nur, ihre Hand hier hinzulegen und mal einfach in Kontakt zu sein hier, ohne viel zu machen, was da irgendwas geschehen müsste. Und dabei geschieht zum Beispiel jetzt schon sowas, was man Hingabe nennen könnte. Und möchtest du übernehmen? Noch zur Hingabe kann man vielleicht so direkt, ne? Mal schmecken, Hingabe. Ich vermute, dass ich zu Hingabe immer wieder verschiedene Sachen sage, je nachdem, wann man mich fragt. Aber so ein paar Dinge gibt es schon, nämlich ob das Höchste, was ganz individuell entdeckt wird, und das muss ja dann objektiv nicht unbedingt wirklich das Höchste sein, vielleicht hat jemand einfach nur einen energetischen Effekt von weiter entdeckt. Und sieht das nun mal für sich als das Höchste. Dann ist die Frage, was stelle ich damit an? Also solange da noch so ein Subjekt-Objekt-Idee ist, ist es einfach nur was Interessantes, etwas, was ich erforschen will, etwas, was ich haben will, oder fängt an, die Sehnsucht sich danach auszurichten. Und wenn sich die Sehnsucht sich danach ausrichtet, und so wie du es gesagt hast, Devaseto, das ist kein Machen und ist schwer auch zu machen. Ich mache jetzt mal Sehnsucht nach dem schönen Bewusstsein oder sowas, das funktioniert nicht. Aber bei einigen ist es so, es entsteht eine Sehnsucht, dort sich hinzuwenden. Und dann kann es auch scheinbar personalisiert werden, dass das nämlich einfach nicht mehr nur Bewusstsein ist, sondern das Schönste und das Höchste und die große Liebe oder
die Geliebte oder der Geliebte. Und dann ist der Wunsch einfach, dass da das Herz ruhen darf. Und ab dem Zeitpunkt fängt es an für mich, Hingabe zu sein. Ja, können wir ja und den Kopf mal. Was aber ganz wichtig ist, es muss nicht gemacht werden. Und wenn jemand in, seiner, in seinem spirituellen Erleben dieses Element nicht hat, dann fehlt ihm in dem Sinne nichts. Auf keinen Fall. Aber ich könnte schon in Anführungszeichen die Empfehlung aussprechen, wenn du merkst, dass es für dich kein nüchterner Prozess ist, sondern wenn du merkst, so, oh, ich gebe alles dafür, da zu sein und mich da auch hineinzugeben, dann den Prozess laufen lassen. Und dann fängt an, die Hingabe sich von ganz von alleine kann zu bewerkstelligen. Kann man in den Schoß zum Beispiel jetzt und einfach mal. Genau, so. und dann entsteht dieses natürliche, das entsteht dann von ganz allein. Und das kann eine sehr, sehr starke Kraft werden. Diese Sehnsucht und diese ganze Fragestellung, ist da überhaupt noch jemand, der sich hingibt? Gibt es einen Handelnden, gibt es keinen Handelnden und so weiter und jetzt so fort? Direkt, das fällt dann plötzlich alles weg und die Haltung bleibt übrig. Es ist eine Haltung der Ergebenheit, ohne sich klein zu machen. Im Gegenteil, sie richtet dann auf. Dann kommst du in die Größe. Sie richtet auf. Und es ist auch kein insgeheimes Doch unter einer größeren Gottheit oder gar nichts. Das ist, wird ja oft so missverstanden bei. Aber es kann geschehen von Herz zu Herz, dass du ganz natürlich zu Füßen, das kann alles. Das kann von Mensch zu Mensch. Wir können ja jetzt hier direkt so, direkt einfach noch den Kopf mal so in den Schoß. Hier ist der Körper, hier ist das Becken, die Beine, alles ist da, Herz ist da, Herz schlägt, keiner muss irgendwas tun. Herz schlägt, bunt. Du kannst einfach, so, alles geschieht von alleine hier. Hier gibt es einen Urmechanismus, der das wunderbar alles schon erledigt hier. Bei manchen kommt dann schon gleich nur Freude auf, das nur zu hören. Ja. Es ist so direkt, direkt erfahrbar, direkt erlebbar. Ja. Und dann pumpt das Herz und von da aus kommt es. Bring es dich in die Größe, in deine Größe, weil da sind nämlich auch viele Ängste. Es ist nicht nur Angst vorm Sterben, es ist Angst vorm Geborenwerden, vom Leben. Und das bringt dich in die Größe, die aber nicht mehr von dem kleinen Ich beherrscht wird. Und wenn ich das dann lebe, dann werde ich vielleicht auch ans Kreuz geschlagen, und so weiter. Da wird es dann auch oft eben interessant in der, wie ich es dann nenne, in der frischen Schule, in Anführungsstrichen, im frischen Lernen, frischen Freilegen. Im Jahr 2018, wo wir jetzt leben. Ja, Kerstin, ich wollte dich auch noch was fragen, weil ich habe den Eindruck, dass dir das ein Anliegen ist, nämlich über die Zeitqualität zu sprechen. Du hast jetzt mehrmals so angedeutet, gerade was jetzt aktuell ist und so. Von daher würde ich gerne hören, wie du jetzt die Zeitqualität erlebst. Mhm. Gerne. Ja, ich bin halt immer in so einer Vorreiterrolle, in meinem Leben. Visionärisch, und ich spüre sehr stark, immer das Kollektiv und durch die starke Feldarbeit, in Anführungsstrichen mit den Menschen, kriegt man natürlich auch immer mit, was die Menschen bewegt im Moment. Und ich spreche da ganz gern momentan schon von einer Wandelzeit. Also Wandel ist immer und alles ist in dem Unwandelbaren, aber darin gibt es wirklich, wirklich eine ganz tolle Zeit jetzt, die aber auch zugleich sehr intensiv sein kann. Also alle Menschen, die jetzt zuhören dann oder später das anschauen, die sehr intensive Wochen hatten und Monate, brauchen sich nicht wundern. Es geht wirklich sehr, sehr tief rein, bis ins Nervensystem, sehr stark seit Monaten. Manche Leute erleben es wirklich als sehr nackt im Moment, sehr, sehr tief nochmal rein, wie in eine Geburt. Die ganzen Übergänge nochmal bei sich selber im Leben, hier als Baby, auch der Übergang der Seele hierher, sich wirklich zu inkarnieren jetzt mal hier richtig in den Körper. Und da taucht dann wirklich eben der Urschmerz und diese Sachen auch auf, Es ist gar nicht so leicht dann manchmal auch. Es gibt wirklich Phasen, die intensiv sind. Und man kann davon sprechen, dass jetzt auch das weibliche Sein, was auch im Mann ist,
stärker, stärker, stärker kommt. Ja, es ist echt Zeit, es ist echt Zeit. Also nicht nur auch so Eintrichterungen von oben und wieder Input und nochmal 500 Bücher, das ist alles willkommen, alles vollkommen okay. Aber so dieses direkte Körper, Verkörperung von unten, von der Erde, Mutter Erde, das kommt so stark jetzt im Moment. Wurde ja auch alles prophezeit, ist schon längst jetzt da und verkörpert sich. Und die Sufis sprachen davon, die Frauen bringen die Liebe auf die Erde. Solche Prophezeiungen gab es, es wird viel näher, der Meister ist nah, es ist wie fast ein Freund, es ist, du übersiehst ihn fast, hat eine ganz andere Ausstrahlung wie früh und so. Das ist ganz, ganz, ganz viel in Bewegung. Man kann sagen, Gott wird Mensch und verkörpert sich jetzt richtig in die Gesellschaft. Ja. Und es ist gut so. Es ist richtig, richtig gute Zeit. Richtig gute Zeit, dass wir da leben dürfen, alle miteinander. Und geht dann auch stärker eben in Feld, in Community, in freie Vernetzung. Nicht mehr so einzelkämpferisch, jeder so für sich und ein, was weiß ich, großer Guru, der dann die Botschaft und so, sondern es ist viel mehr Herzhöhe, von Herz zu Herz. Ja, das ist eine Freude, ist sehr nah an den Menschen. Genau, so. Ne? siehst du da, also beziehst du diese Zeitqualität auch so auf unser gesellschaftliches Zusammenleben? Also zum Beispiel empfinde ich es so, dass es eben eine Zeit ist, wo gesellschaftliche Machtpositionen und Strukturen bewusst werden und vielleicht auch bröckeln oder durchschaut werden oder die Menschen einfach nicht mehr so mit allem zufrieden sind, sondern eben sehen, dass die Spanne, also dass die Reichen immer reicher werden und rein technisch könnten wir alle in Wohlstand leben, ohne allzu viel Arbeit, aber das passiert nicht, eben weil bestimmte Menschen unheimlich viel besitzen. Ja, diese Kritik zum Beispiel an der Gesellschaftsordnung und das in Frage zu stellen und vielleicht da sogar aktiv zu werden, siehst du das auch als Zeitqualität? Absolut. Absolut. Also genau, da bildet sich das auch alles ab, in all dem, was du gesagt hast. Da gibt es natürlich jetzt, man kann ja auch manchmal wirklich so sagen, manche haben wirklich, auch Frauen, muss ich sehr stark sagen, zurzeit wie so ein Aufschrei auch manchmal wirklich, wie in der Gebärmutter oder im Unterleib und im Becken, irgendwie immer dieses Dominieren und immer nicht, immer so was drüber und oh, ich ertrage das nicht mehr, auch in der Beziehung, ich will auf meine Beine und ich will frei und ich bin doch auch wer und so weiter. Und das kannst du auch sehen, klar, in der Politik und da gibt es immer dann erstmal so Gegenbewegungen, auch genau, wieder der Dominierung, nochmal geht es fast wie ins Alte, auch bei Regierungen, man sieht es ja auch oder so. Und es ist mal gerade gar keine so Länder, mir ist jetzt gerade nur Türkei gerade als Beispiel eingefallen, weil ich da auch schon öfters war und so. Da bildet sich das auch absolut ab, ja. Und man merkt es auch in der Umwelt oder so, es muss was passieren, es braucht viel mehr Bewusstsein, hier mit unserer Erde umzugehen, mit Lebewesen, mit Pflanzen, mit allem, ja. Ausbeutung, all diese Sachen, Konsum, wie gehen wir mit dem Thema Geld um, ja. Geld. Wir haben ja quasi oft Gott wie, und dafür ist es dann Geld anstelle von Gott geworden. Ja. Hier oben so kann man auch in der Energetik richtig finden bei manchen Menschen. Ja, als ob man Gott rausgeschmissen hat und dann hat man da Geld dafür ersetzt. Und das hat natürlich dann Auswirkungen in der Gesellschaft. Und da gibt es jetzt schon viele Menschen, die da bewusster auch werden. Und aber die Ängste vor Wandel sind halt riesig, ja. Der Mensch lebt gern sicher und immer in seinem, also nicht alle, aber viele, in seinem sicheren, bekannten Fahrwasser und so. Und wirklich Wandel zuzulassen, wegen spreche ich auch von Wandelzeit. Und es hat natürlich starker Tobak dann, wenn ich von Wandel spreche. Dass sich da auch was bewegt in einem selber und im Leben vielleicht mal. Gibt es sowas wie eine äußere Sicherheit überhaupt?
Nein. Ich habe keine gefunden. Aber die Versuche, sie zu erreichen, die gibt es. Ja. Ja, aber das ist eine gute Frage, die kriege ich dann auch immer. Immer wenn ich über genau das, kommt dieses Bewusstsein auch rein in die Menschen, ja? Dass es das nämlich gar nicht wirklich gibt, ja? Äußerlich. Aber diese Wandelzeit, ja, die finde ich auch, spielt sich auch auf gesellschaftlicher Ebene ab. Und ich finde es beispielsweise spannend, dass so im Durchschnittsbewusstsein, was ich mal, ich da jetzt genau mit meinen, alle Leute, also habe ich den Eindruck, mit Fragezeichen rumlaufen. Also niemand glaubt mehr, dass alles, was in der Zeitung steht, genau so ist. Die ganze Schwarz-Weiß-Malerei, dass irgendwelche Länder grundsätzlich Schlechtes im Schilde führen und andere sind die Guten, wie die USA oder sowas. Das glaubt in Anführungszeichen der normale Mensch auf der Straße einfach gar nicht mehr. Den Mainstream-Medien laufen die Leute weg, das ist nicht mehr normal. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, dass selbst etablierte Zeitungen, die kriegen einfach ihre Leser nicht mehr zurück. Und das sind für mich alles so Anzeichen. Lösungen weiß ich noch nicht, aber das Hinterfragen, das Hinterfragen, das empfinde ich so viel, 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 viel stärker an. Und zwar irgendwie an allem, an den Strukturen, an den Vorgehensweisen und so weiter und so fort. Viel Resignation, viel dann wieder Anti-Einstellung, viel Pfründe wieder sichern und erstmal Polarisierung, also wieder Versuch von Konzentration von Macht. Aber das ist für mich erstmal nur eine Gegenreaktion. Also definitiv spielt sich auf gesellschaftlicher Ebene auch ab. Kerstin, du hast eben Projekte erwähnt, wie zum Beispiel einen speziellen Kindergarten. Also geht das jetzt auch in die Richtung, dass ihr dadurch gesellschaftlich was ändern wollt? Oder ist es einfach nur was ganz Natürliches, ein ganz natürliches Bedürfnis, dass eben, weil sowas fehlt? Oder wie siehst du Genau. das? Alles zusammen, was du gesagt hast. Es kam einfach. Wenn letztendlich kann man sagen, das fließt einfach. Es kam einfach. Dann ja, dann habe ich einfach irgendwann auf Facebook gibt es ja zwei Gruppen. Da habe ich dann einfach irgendwann mal reingepostet und dann haben Leute einfach geschrieben, ja, sowas wäre was, Science-Kindergarten. Und dann haben manche gesagt, und was für Tiere und Umwelt und so, ja. Und es ist alles von dem, was du sagst, spielt damit rein. Wirklich auch konkret anzupacken, konkret was zu machen. Und es taucht immer wieder auf, aber das wird auch wieder in der Zeit geschehen, wenn es kommt, kommt. Also das Genau. wird auch wieder Also im nicht Augenblick gemacht oder sind so, sondern es ja, kommt dann im schon. Augenblick sind Ja. es Gedanken, aber noch keine konkreten Pläne. Wir haben auch das Glück, da sehr feinfühlige Menschen dabei zu haben, die auch sehr ihr Herz gehen und die bringen das schon immer auch ganz wunderbar Genau. mit ein. Also wir sind auch sehr, sehr dankbar. Das ist dann auch so die neue Zeit, dass dann nicht nur sitzt da der Lehrer oder der Meister, sondern es ist ein ständiger Austausch, Fluss miteinander auch. Also es gibt da wunderbare Leute, wo wir sehr viel in Kontakt sind, die dann auch Strömungen haben und erzählen und austauschen. Es ist schön miteinander. Dann sind wir auch oft zeitgleich, habe ich eine Idee und jemand hat auch eine Idee, wie jetzt mit der Austauschgruppe und so weiter. Und so kommt es und so wird es sicher kommen. Also ich kann im Moment nur sagen, da wird was kommen, visionärisch, aber konkreter jetzt noch nicht. Und dadurch, dass jetzt ein paar auch herziehen wollen und dann auch in der Richtung sogar Ausbildungen haben, so geht es dann auch manchmal, ergibt sich das plötzlich. Ja, das Genau ist so. so toll, So wenn muss man es man eigentlich sehen. einfach aus dem lebt, im Urfrieden, aus der Genau. Freiheit, aus dem Herzen ist so viel möglich. Ja, wirklich mitten in der Gesellschaft drin. Und dann auch macht es auch dem Ort keine Angst oder so. Die Menschen erleben diese Menschen ja nicht als irgendwie merkwürdige Sonderwesen oder so. Die sind ja auch ganz normal, in ihrem Tun und ihrem Verhalten. Sind ja auch einige Lehrer in der Schule, was haben alles Mögliche gibt es ja. Ganz normale Leute. Ganz normal.
könnte man sagen, eure Rolle ist dabei, irgendwie dem Form zu geben. Also die Energie ist da, die Sehnsucht ist da, es könnte was passieren, das Potenzial, aber es ist immer irgendwie gut, wenn dann irgendjemand da ist, der konkret Ja sagt und genau so und Ja, ja. also es ist so halt, was Sie selber sagen, ist es die Ausrichtung, so nennen Sie es selber Genau, meistens das ist das auch. für die meisten das Also Wichtigste. die nennen es dann an die Quelle ziehen. Genau, also dass jemand da ist oder zwei da sind, die eine Ausrichtung haben und die ja auch das in Form geben auf jeden Fall. Also es hat sich sehr oft wie Gebärung angefühlt oder Raum geben. Also ich habe dann irgendeine Idee und mache dann eine Facebook-Gruppe auf oder so geschieht es dann einfach spontan. Diese Seinsliebe zum Beispiel. Und ja, da wird einfach wie was geboren, ein Raum geboren. Und jetzt aber sind wir eben schon an dem Punkt, es sind schon so viele Menschen jetzt und so viel schon gewachsen und erdig hier, dass eben jetzt auch viel aus ihnen kommt jetzt eben schon. Und da wandelt sich's. Dann geben sie auch Form schon mit rein und Ideen und packen auch richtig mit an und so und können es dann auch in Anführungsstriche leiten. Also leiten von Herzhöhe, nicht in der alten Weise, sondern von Herzhöhe ist ja manchmal gut, wenn einer so ein bisschen organisiert und es ein bisschen Übersicht hat und so weiter. Im Moment, also am Anfang habe alles ich das gemacht und das geht jetzt schon über, dass das jetzt auch schon andere übernehmen, schon aus Zeitgründen bei mir. Also ich habe zum Beispiel auch einen wunderbaren Mann in Matthias, der da auf Facebook einfach auch diese Gruppen moderiert, ja, weil ich das einfach auch schon zeitlich gar nicht mehr schaffe oft, ja. Also das Leben macht es wunderbar. Ja, da ging jetzt auch schon meine Idee für die nächste Frage hin. Ihr seid ja sehr aktiv in vielen Richtungen. Wie ist das? Müsst ihr da ganz bewusst schauen, dass ihr eben auch Zeit habt, um zusammen zu sein oder um nichts zu machen oder ja, oder um in die Natur zu gehen? Oder ist alles so nährend, dass ihr da gar keinen Ausgleich braucht? Wie würdet ihr das beschreiben? Bei mir ist es total verschieden. Also ich bin jetzt so im tatsächlichen Handeln nicht ganz so aktiv wie Kerstin. Also ich hab noch viel Zeit für andere Dinge. Und oft ist alles, was im Feld So viel geschieht, war es auch tot, nicht mehr. ja, genau. Ich sage, mein Alltagsbewusstsein hing so ein bisschen her. Ich hatte Ja, jetzt gerade eine Phase, oder ich glaube, also da die spielst du drauf hin, letzte Zeit war schon da krass. eben, weil sich eine neue Zeitqualität verändert hat, habe ich sehr, sehr, sehr viele Sessions gegeben, hauptsächlich in dem Umfeld von den Leuten, die sowieso schon in unserer Nähe Und die sind. Workshops dazu. Und genau, dann möchte ich auch ausbilden, dass unsere Satyo-Methode, dass die auch sich verbreiten kann und dass nicht wir nur die einzigen Praktizierenden sind. Aber trotz allem, so in der Gesamtsumme habe ich mehr Zeit und teilweise ist es extrem nährend und schon explodierend, das zu erleben. Von meinem Typus bin ich aber auf jeden Fall jemand, der, wie du so schön gesagt hast, gerne auch in die Natur dann geht, um zu regenerieren, zu entspannen oder einfach viel in Stille sitzen oder sowas. Und ich würde sagen, für meinen Teil geht es noch ganz gut, aber Kerstin ist definitiv viel, viel mehr im Die Einsatz. war 2,5 Jahre im Dauereinsatz. Ja. Und aber das macht auch das Leben ganz natürlich, dass es dann mir Zeit gab, Energie war ohne Ende da, also für 4. Und dann kamen einfach Menschen plötzlich, dann kam irgendwo eine Hilfe her oder ich habe einfach danach gerufen, ja, oder so. Also das wunderbar, wirklich. Ist richtig, richtig gut, wenn man dann ein Team hat, jeder weiß dann, was da zu tun ist und so. Das ist super schön. Also es macht mir nach wie vor, ist hier immer Freude darüber da. Es wächst und gedeiht und ging sehr, sehr schnell. Und es war aber auch das Erleben, dass es jetzt schnell zu gehen hatte. Also da war oft wirklich so nicht dieses, naja, jetzt mache ich erst noch einen Urlaub oder so, sondern es war wirklich so ein, schon wie Feuer, also das sollte auch in die Welt, ja, schnell. Jetzt ist es schon deutlich in vielerlei Hinsicht entspannter und also da ist einfach immer nur Fluss und genug Raum auch für
dieses Wesen und die beiden. Da Ja, ist schön. keine Sorge. Und Im auch nach Zusammen, Brixen ja. können wir auch kommen. Ja, das ist schön. Aber wenn ich mal nach Brixen komme, dann ist es ein Zeichen, dass wir keine Ja. Zeit haben. Deshalb vor allem, weißt du, wenn hier viel entstehen soll, ne, dann kann man nicht so sagen. Aber das war dann auch ganz stark, dass wir da auf jeden Fall auch dafür Zeit sein soll. Auf Ja. jeden Fall. Ja, schön. Ja, im Hinblick auf Ausrichtung auf das Höchste würde ich gerne von euch wissen, was jetzt in diesem neuen Sinne für euch Meditation noch ist. Also wie benutzt ihr das Wort und was versteht ihr drunter und was empfiehlt ihr? Also ich verwende es ganz wenig. Für mich ist das ganze Leben eine Meditation. Und bis vor kurzem habe ich ja mit Ansi und Edgar zusammen, haben wir sonntags noch die Meditation gemacht. Dann war hier einfach so viel zu tun. Was wir haben, ist, dass wir jeden Abend zum Beispiel so eine Abendstille haben um 20 Uhr. Das läuft auch über die Facebook-Gruppe. Und die Juli in Leipzig, die ist da immer, sie zieht jetzt auch als ist immer mit den Menschen um 20 Uhr da 10 Minuten in Stille. Und was uns für uns halt wesentlich ist, ist bei diesem in Stille sein, dass es nicht ein Einfrieren ist oder ein Wegbeamen in irgendwelche leere Zustände. Das ist auch alles okay, kann auch jeder machen. Aber dass für die Menschen aus unserer Erfahrung sehr hilfreich ist, wirklich hier zu sein und einfach das mit dem, was gerade in dem Moment ist, das fließen zu lassen, also so ein Fluss leben, gleichzeitig zur Urstille da ist. Urstille ist ja immer da. Und da gleichzeitig das, was gerade ist, fließen zu lassen. So in der Form haben wir das jeden Abend um 20 Uhr. Wer sich einfach da einklinken will, kann es einfach so machen bei sich zu Hause in Stille. Jeden Abend 20 Uhr. Und ja, so nur was sagen Sie. Ja, ich würde auch sagen, als Meditation im Sinne von Meditationspraxis und vor allen Dingen die Bekannten aus Traditionen oder sowas spielen bei uns jetzt nicht so die Rolle. Es gibt aber, wir haben ein, zwei Leute, mir fallen gerade ein paar ein, die lieben es, klassische Meditationspraxis, also auch mit festen Zeiten und besonderer Sitzhaltung und so weiter und so fort. Das ist alles super gut. Aber in den Gesprächen, wenn Leute uns bitten können, kannst du uns noch irgendwie einen Tipp geben oder sowas? Eigentlich nicht. Aber was, und es passt ganz toll nämlich zu dem Thema, ist, wenn die der ureigene individuelle Zugang entdeckt worden ist, um irgendwie wieder Anschluss zu finden an das eine, was entdeckt worden ist. Wenn man das Meditation auch nennt, dann auf jeden Fall, also für mich ist es ganz, 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 ganz wichtig, weil viele Leute ansonsten in dieses Missverständnis kämen, ich kann ja eh nichts tun, ist ja reine Gnade und so weiter und so fort. Und es gibt ja kein Handeln da, also kann ich nichts tun, das ist ja sehr also pervers oder absurd, paradox, wie das teilweise dann verdreht ist. Das heißt also ganz konkretes Beispiel, wenn jemand in einer Session beispielsweise mit mir erlebt hat, ganz simple Sachen allein dadurch, dass ich die Hand aufs Herz lege und mit einem wohlwollenden, offenen Blick Aufmerksamkeit an der Handfläche, an der Begegnung zwischen Handfläche und dem Herz bin. Das war für mich nicht nur wohlig, sondern hat mich sofort mit dem einen, was ich liebe, verbunden. Dann sage ich, dann tu's, ja? Wach morgens auf und bevor da oben wieder das ganze Karussell losgeht, kurz innehalten, Hand aufs Herz und schauen. Und schauen. Wenn man sowas auch als Meditation bezeichnet, dann hat die bei meinen Tipps, die ich gebe, auf jeden Fall, spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Dieses immer wieder hier, 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 hier. Das eine, das eine, das eine, das eine. Genau. Also wenn das auch Meditation ist und auch in dieser Grundhaltung zu bleiben, also wenn man beispielsweise aus Satsang rausgeht, das ist auch so ein typischer Effekt, über den auch einige Satsang-Lehrer sich manchmal beklagen, die Leute sind total im Sein und
ganz aufgelöst im Satsang und kaum sind sie draußen, geht das Geschnatter los und so weiter und so fort. Also da kommt von mir dann schon ab und zu der Tipp, bleib dabei, bleib dabei, bleib im Herzen dabei, was gerade ist, bleib dabei, wie immer sich das für dich darstellt. So dass da eine Kontinuität in den sogenannten Alltag geschehen darf. Wenn das Meditation ist, dann auf jeden Fall ja. Ich nenne es ja manchmal auch Baden im Sein. Das spielt dann auch in den Satsangs schon auch immer eine Rolle zu Beginn, dass wir so eintauchen können, wirklich. Was auch das, auf jeden wenn man das darunter bezeichnet. Und jenseits der Diskussion, das ist mir nochmal ganz wichtig, weil es ja viele Leute oder einige Leute gibt, die sagen, jegliche Praxis, und das ist ja schon Praxis, ist totaler Blödsinn und so weiter und so fort. Einfach diese ganzen Konzepte mal weglassen, das sind nämlich Konzepte, sondern zu schauen, ist da ein Bedürfnis, das, was als kostbar erlebt worden ist und die Essenz davon, so wie ich es vorhin gesagt habe, das stille Herzwissen, ist da ein Bedürfnis, in Kontakt zu bleiben. Und wenn ja, dann kann ich manchmal sehr simpel sagen, dann tu's. Ja, aber ich kann doch nichts tun. Egal, tu's einfach mal. Und auf die Weise entsteht so eine Grundhaltung, die sich verselbstständigt, die man auch im Alltag oft gar nicht entdeckt, aber die genau diese Ausrichtung, von der was wir eigentlich haben, macht. Und das ist für mich im allerweitesten Sinne auch Meditation. Sicher keine klassische Meditationspraxis, aber im weitesten Sinne für mich sehr wohl. Ja, ja, würde ich auch als Meditation bezeichnen oder sehen, ja. Ich habe noch eine Sache, die mich auch persönlich interessiert. Und zwar, ich interviewe ja auch Yoga-Lehrer oder Lehrerinnen und habe auch jetzt letzte Woche wieder eine Yoga-Lehrerin interviewt. Und ja, ich finde es zum einen faszinierend, wie sich das verändert hat. Eben, was weiß ich, vor 10, 15 Jahren war Yoga was Exotisches, vielleicht wie heute Satsang. Und jetzt hat sich das so ausgebreitet. Und das spricht ja auch viele junge Leute an. Und es geht ja auch sehr über den Körper. Und ja, und ich sehe es auch als Teil des spirituellen Lebens oder der spirituellen Bewegung oder eben der Zeitqualität, dass dafür Raum da ist und dass Menschen das interessiert. Und da würde ich gerne von euch wissen, also ob ihr das ähnlich erlebt oder ob da irgendwelche Berührungspunkte sind. Ja. Ja, also was schon bevor du gefragt hast, da war halt nochmal das, dass der Körper einfach total hilfreich genau. ist. Also da gibt es ja ganz verschiedene Sachen, die es da geben kann. Also das finde ich sehr, sehr wertvoll. Eben diese Verkörperung jetzt, ja, im Körper, mit dem Körper, ja, der ist einfach hier jetzt, ja, der ist da. Und da kann man, den kann man sehr nützen, als ob das dann Yoga ist, ob das andere ganz tolle, neue Körperarbeiten, ganz wunderbare Sachen gibt es inzwischen. Vieles entwickelt sich auch nochmal frisch. Im Yoga gibt es ja auch ganz viele verschiedene Sachen und jeder, wie er es dann ja durch sich auch anbieten will mit den Menschen. Ja, genau, also, mittlerweile gibt es nicht nur mehr Hatha-Yoga. Ja. Als Mainstream, sondern da kommen jetzt auch noch andere Yoga-Formen mit rein. Habe ich mir euch auch gesehen. Ist halt mehr jetzt der Tanz. Nam-Yoga also, und genau, so Sachen, also genau. Ist schon spannend. Ja. Also an mich wurde dann stark auch wieder dieser Wunsch, das mit Tanz zu verbinden. Genau. Also wir tun auch mal am Schluss vom Satsang auch mal was mit Bewegung, Körper, auch mitten im Satsang Körper ja. einbeziehen. Und dann, das lieben die Menschen sehr. Und es muss auch immer keiner bei uns. Das ist auch noch was ich noch vielleicht kurz sagen wollte, sehr menschlich jetzt zugehen kann. Also das finde ich auch was ganz Wundervolles, so in Satsangs, also so das Mensch, jeder wie er ist, mit allen Emotionen und so. Und da kann man vieles machen, Yoga, Tanz, alles Mögliche. Und wir haben auch einige Leute, die Yoga als Praxis haben. Und gemacht haben, auf jeden Fall. Kerstin, du bietest ja auch Sachen noch an, wo Tanz im Vordergrund steht. Mhm. Ne? Mhm. Also wie läuft das ab? Mhm. Also ich biete hier am Ort seit 4,5 Jahren Zumba an. Und es ist ja so lateinamerikanisches Tanzen, aber ich gestalte es natürlich auch sehr, wie das aus mir kommt. Ich nenne es halt noch Zumba mit Kerstin.
weil das halt viele Menschen kennen oder das anzieht. Und das ist aber dann hier sehr mit den Menschen, also wie es die Menschen auch umsetzen können, sehr einfach gestaltet. Und ja, ganz verschiedene Tänze sind dann da drin. Und wo auch die Freude, die so kommen kann, auch über das Herz und aus dem Becken, die Hüfte ist dabei, der ganze Körper, ja, das ist ganz, ganz wunderbar. Und da kommen jetzt auch Leute interessanterweise, die wieder so jetzt im Feld von Satsang mich kennen, da auch jetzt inzwischen hin. Ein paar, ja. Und so ist eben schon diese Verbindung in die Gesellschaft, von der ich vorher sprach, so findet die eben schon statt. Und mitten im früheren Klosterbereich, wo früher die Zisterzienser lebten und jetzt die evangelische Kirche uns einen wunderbaren Saal zur Verfügung stellt, wo ich für sehr dankbar bin. Ja, das ist schön, das macht wirklich Spaß und das tut uns allen gut und lockern. Das ist total super. Und neu ist jetzt, dass ich es eben auch verbinde, dass zum Beispiel im Oktober dann ein Angebot geben wird in Karlsruhe, wo ich erst den Satsang anbiete im Seinskreis und danach eine Tanzwelle, wo ich dann die Musik vorher zusammenstelle. Und das mögen die Menschen auch sehr. Das haben wir jetzt zweimal an Silvesterfest und Faschingsfest. Genau. Wir machen auch manchmal so Feste und feiern. Zorba the Buddha, ne? Hat Osho das genannt. Ja? Zorba the Buddha, und das ist der neue Mensch. Und das ist eben auch, da bin ich ganz identisch mit der Vision von Osho. Die ist auch total in mir schon immer gewesen. Und das wirklich umzusetzen in Fleisch und Blut und alles, was da Freude machen kann, warum nicht? Ja. Tanzwelle, also wie, was stellt man sich, kann man sich darunter vorstellen? Ja, das ist so ein bisschen die Musik. Die Musik ist so gestaltet vom Ablauf, dass es sich so praktisch steigert, dass man immer mehr sich immer ekstatischer sich reinfallen lassen kann, immer weniger Kontrolle und dann am Schluss so in die Stille zurückfindet. Und man dann am Schluss wieder eine Stille ausklingt. Also ich nenne es dann oft wie eine Lebenswelle sich gestaltet. Ja? So. Das hat sich einfach so gefunden, habe ich früher schon mal angeboten, freier Tanz und so. Genau. Ja. Ja, schön. Habt ihr noch Themen, über die ihr gerne sprechen möchtet oder noch was ihr teilen möchtet? Bei mir kommt gerade noch mal so von unten hoch, einfach die Menschen, denen es nicht so gut geht gerade. Ja, grad. So was Ähnliches am Start. Verzaget nicht. Der Urfrieden, die Freiheit ist hier in euch und es gibt Unterstützung und wer viel Angst hat oder so, wir sind ganz menschlich, mit uns kann man sprechen und mit den Menschen einfach mal ausprobieren, wer einen Herzruf hat, ach, ich will doch mal vor Ort kommen. Ich höre immer wieder, viele, viele Menschen haben wirklich viele Ängste, einfach auch schon in den Zug zu steigen und ich kann es so nachvollziehen und einfach sich melden, finden sich immer Lösungen. Ne? Okay. Ja, und was mich in letzter Zeit beschäftigt, das passt dazu, ist, wenn man mal eine schlechte Zeit hatte oder schlechte Momente und die alten Hilfsmittel greifen nicht mehr, beispielsweise im Sein zu ruhen oder so Sachen. Wir leben in einer Welt mit ganz tollen Hilfen zur Selbsthilfe. Also ich schaue mich auch gerade die letzten Monate um, was es da so verschiedene Methoden heutzutage gibt, welche sind gerade en vogue und so. Und ist mehr von mir kommt so die Einladung, sich den kleinen Ruck zu geben, nochmal zu schauen, ob es nicht irgendwie doch noch was gibt, was Hilfe zur Selbsthilfe sein kann. Du hast Yoga als Beispiel genannt. Ich kenne Leute, die verwenden Yoga nicht nur in Anführungszeichen als Gymnastik, sondern in der ureigenen Form, so wie es auch mal gedacht war. Und dann kann ich auch
schon viele, viele, viele Dinge lösen. Und so gibt es alle möglichen Erfindungen ja der letzten 10, 20 Jahre. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wieder zu dem Herz, zum eigenen Herz zurückzufinden und daraus dann in die Selbsthilfe zu gehen, falls man das Gefühl hat, hier, dieses System braucht Hilfe. Und dazu können dann Leute von außen auch oft ganz kleine Hilfestellungen geben. Man muss sich nicht in die Abhängigkeit geben. Es gibt einige Leute, die haben Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen, weil sie sich nicht wert fühlen oder weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das soll jetzt von mir einfach eine Ermutigung sein. Da gibt es mittlerweile so viele schöne Sachen und manchmal genügt nur ein kurzer Kontakt mit einem kurzen Tipp und schon kann es wieder weitergehen. Also, Hatte ich auch gerade mit dem, so. dass das so tief drin sitzt, dieses ich bin falsch, ich bin verkehrt oder nur ich habe diese Ängste und Ja. die kennen sich ja dann da alle schon bei Karlsruhe oder so. Das ist nicht so. Ja. Da sitzt oft einer daneben, der hat genau die gleichen Ängste und so. Und das beziehen wir auch viel jetzt in den Satsangs mit ein. Also wirklich dieses Menschliche und so. Man ist nicht damit alleine und mir ging es auch in der Zeit mal so, wo ich dachte, allen anderen geht es gut, mir nicht und so. Das ist, kann wirklich geben, aber es ist wirklich Hilfe da. Und was noch kommt, ist ab und zu mal, vielleicht hilft jemand jetzt, der das sieht, mal alles wirklich wieder dem Leben, diesem Urmechanismus der Urliebe abgeben. Abgeben, das Herz schlägt, es kommt alles, Quelle, Quellbach, ja, alles ist da, wird Hilfe da sein. Ja, schön. Wir sehen uns in Freudenstadt beim One Spirit Festival am 19. Mai. Da wird eine Podiumsdiskussion stattfinden, die ich moderiere und wo du auch dabei bist, sein wirst. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und dann danke ich euch jetzt hier fürs Interview. Eine Woche später sehen wir uns dann auch schon wieder. Ist nur eine Woche, das Genau. nächste Wochenende dann in Brixen beim Sharing Non-Duality-Treffen für Lehrer und Besucher, wo auch noch alle, die das jetzt sehen und vielleicht angesprochen sind, gerne zu eingeladen sind. Brixen ist eine sehr schöne Stadt und eine sehr schöne Gegend in Südtirol und ja, Und der Event ist immer ganz schön. genau, Dann im das. One Spirit gibt es montags auch noch einen Satsang, wollte es nur kurz erwähnen, vielleicht interessiert es Genau. jemand in Freudenstadt, genau. Ja. Ansonsten sieht man es ja einfach auf der Homepage und wir freuen uns auch sehr auf Brixen, genau. Total. Waren ja jetzt zweimal dabei und Devasito und Daniel machen das immer ganz wunderbar. Sehr lebendig, sehr, sehr liebevoll, sehr herzig. Und auch schön, diese eben auch Übergang, ja, sagen wir mal, von der Zeit früher und der Zeit jetzt so, ne? Und was ist da hilfreich? Genau, Austausch. Okay, dann Ja. nochmal vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke, Ciao. tschüss. Ciao. Ciao.